So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump World. Ich habe eben gerade schon eine Runde aufgenommen. Leider ist jetzt der Server neu gestartet. Aber das hat mir nicht die Runde versaut, sondern eher die Map selber. Der Programmierer bzw. der Map-Erbauer hat da irgendwo einen Fehler reingesetzt, dass man, wenn man an einem bestimmten Punkt runterfällt, kriegt man Neusea und Darkness. Ja, das ist ziemlich scheiße. Und dann konnte man die Map nicht weiterspielen und da hatte ich keine Lust mehr drauf, deswegen Shingling L. Jackson. Achso, das ist eine Kürbis-Tumor-Freedom-Weltraum-Map. Die sehen alle nicht gesund aus. Und ich glaube, ich gehe mal raus. Guck nach da. Hey und willkommen zu diesem Jungle Run. Dieses Jungle Run enthält eine Story. Cleopatra ist mit Edgar als Geisel ins All geflüchtet. Du musst dem armen kleinen Fratz helfen. Dafür aber musst du erst zur Rakete kommen, die sich im Meer hinter dem Schiff befindet. Viel Spaß und Erfolg. Oh, sogar ein bisschen akkurat nachgebaut. Das ist so gut es halt möglich war, glaube ich. Ich habe die Stadt aus Freedom natürlich nicht so im Kopf. Das sieht aus wie Bergmanns Haus. Es ist ein bisschen anders angeordnet, glaube ich, wenn ich so richtig sehe. Ich schaffe den Sprung nicht. Hallo? Spiel? Das ist aber eine große Rakete. Wir laufen jetzt 5 Minuten lang hin und her und hoffen darauf, dass wir genau hier hochkommen. So. Ach, schade, dass die erste Map verbuggt war, weil ich hatte da eigentlich einen relativ coolen Start in die Map. Einen romantischen Start. Ich bin, keine Ahnung, 15 Minuten lang mit irgendeinem anderen Spieler, wahrscheinlich ein Kerl, so wie Minecraft, beziehungsweise alle möglichen Online-Spiele sind, durch die Gegend gelaufen. Muss ich da aufs Haus? Wahrscheinlich. Und dann bin ich ganz romantisch in Tod gesprungen, in dem Moment, wo ich geportet wurde. Ja, ja. Also es war, hat einen weiblichen Namen und weiblichen Skin, aber das heißt in Online-Spielen bekanntlich ja gar nichts. Ping. Nice. Boah, ich hasse diese Zaundinger. So, da ist ein Slime drunter. Piu. Da ist das Gefängnis. Die Dodos sind cool nachgebaut. Zack. Zack. Der Sprung ist nicht so einfach. Boah, Leute. Nice. Gerade richtig klasse, ne? So. Wir haben es endlich hier hochgeschafft. Wir müssen ja Cleopatra verfolgen. Ich habe dann noch einen anderen Tagessieger eben gerade gespielt. Oder versucht zu spielen, bevor der Server restartet ist. Restartet. Leider Gottes ist der ziemlich scheiße gewesen. Das war auch eine Paluten-Map, seltsamerweise. Komisch, wie viele Paluten-Maps Tagessieger werden, aber der war von den Jumps richtig, richtig schlecht. Paluten auf der Flucht oder so hieß die. Fand ich nicht gut. Habe ich schlecht bewertet. Fand ich echt nicht gut. So. Ja. Dann trinke ich gerade immer noch einen Kaffee. Beziehungsweise würge ihn runter. Ich habe nämlich mal einen Versuch gestartet, Reismilch mit Mandelmilch zu mischen und dann mit zu einem Latte Macchiato zu verwandeln, war nicht so erfolgreich, muss ich sagen. Das war, also ich hatte schon mal bessere Ideen, was Kochen angeht, aber ich habe jetzt neulich eben mal versucht, ein bisschen seltsamer zu kochen. Ich hatte jetzt neulich Reismilch und Kichererbsenmehl? Ja, Kichererbsenmehl war es. Habe daraus versucht, Pfannkuchen zu machen. Ich habe noch nie so einen Brechreiz gehabt beim Essen.
Also ich habe dann auch nicht wirklich was gegessen. Ich habe das dann direkt weggeworfen. Es war so ekelhaft. Ich habe noch nie so was Ekelhaftes gegessen. Ich habe es dann, wie gesagt, ja auch nicht gegessen, aber es war so... Na gut. Ich komme da nicht rum. Ich hasse diese Eckenkacke. Da ist eine so eine Ecke dazwischen, die richtig gemein ist. Ach Leute, ich hasse es. Ich hasse solche Sprünge, muss ich wirklich sagen. Vierersprung und nach oben und all so ein Quatsch. Ich meine, ich schaffe es nicht mal im richtigen Moment abzuspringen, weil ich halt im letzten möglichen Moment abspringen muss. So. Und dann ist da oben nicht mal ein Checkpoint. Das heißt, wenn jetzt was schief läuft, dann verliere ich jegliche Lust auf diese Map. Der hat aber irgendwas mit seinen Vierersprüngen. Wow. Also ernsthaft. Los geht's ins All. Du bist in der Landekapsel. Auf welchem Planeten willst du? Zum Mond oder zum Mars? Wir gehen dann erstmal zum Mars. Wir haben diesen Raum leider vor dem Update gebaut. Seit dem neuesten Update kann man Tag und Nacht einstellen. Vorher leider nicht. Da, bla 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 bla. Immer diese ganze Entschuldigung. Zack. Oh, ja genau. Den letzten Sprung, den einfachsten Sprung, den verkacke ich dann wieder, ne? Wieso habe ich hier eigentlich noch volle Schwerkraft? Wäre hier nicht ein Jump-Boost angebracht? So als Hinweis-Tipp. Für Leute, die irgendwas mit Weltall bauen wollen. Boah, Mann. Ey. Vierersprünge, ne? Der Mensch, der liebt anscheinend wohl Vierersprünge. Ich hasse es so sehr. Wie man eine Map so viel aus fucking Vierersprüngen bauen kann. Ich werde es nie verstehen. Na endlich. Und wieder diese... Warum baut der so? Er muss doch irgendwie... Muss er da Spaß dran haben, so komische Sprünge zu bauen. Weil, nichts für ungut, aber kein Mensch möchte sowas abspringen. Das macht nämlich... Also Jump'n'Run, ich meine, es muss nicht locker easy sein, aber es muss nicht durchgehend Vierersprünge sein. PS auf dem roten Ton stirbt man, ja. Okay, dann gehen wir halt hier auf den roten Ton. Puh, easy. Ein Checkpoint hier oben vielleicht? Falls es zu schwer sein sollte, hier rein zum Mond. Ah, okay. Kann man dann abkürzen, falls es einem doch zu anstrengend wird. Ups. Aber ein Checkpoint wäre hier oben echt nett gewesen, ne? Weißt du? Aber wenn ich da jetzt auf den roten Ton springe... Dann verliere ich nämlich jegliche Art an Lust an dieser Map und bewerte einfach nur Scheiße. Ist das ein Deckensprung? Ne, ist nur so eine scheiß Leiter oben drüber über mir. Ah, da bin ich runtergefallen. Alter! Habt ihr gesehen, wie langsam ich da runtergerutscht bin? Das war doch nicht normal. Das ist doch... Mobbing auf höchstem Niveau, so endlich. Hui, locker easy, würde ich sagen. Verdammt, Edgar und Cleopatra wurden von den Arganern in ihr UFO mitgenommen. Mach dich schnell auf den Weg. Was ist das? Na gut. Pah, da brauche ich keine Leiter. Zack. Und rein. Allgemeinbildungsquiz. YouTube Allgemeinquiz oder Freedom Quiz. Wir gehen mal ins YouTuber Quiz. Wie heißt die Ukulele von Luca? Ich habe noch nie irgendeine Folge von Luca geguckt, beziehungsweise Konkraft heißt er ja. Weil ich den einfach nicht witzig finde. Tut mir leid, falls das jemanden verletzen sollte. Mich verletzt das nicht. Zweite Frage. Was ist das meist gedislikte Video auf YouTube? Friday von Rebecca Black oder Infinity Warfare? Ich glaube Infinity Warfare. 3 Millionen Dislikes. Ah, steht leider nicht bei, wie viele Dislikes. Das hat Friday, war nur Platz 16 oder so. Keine Ahnung.
Was ist das meistgeviewte Video auf YouTube? Justin Bieber Baby oder Gangnam Style? Ich glaube Psy. Richtig. Ich bin zu viel auf YouTube, merke ich gerade, weil ich weiß einiges davon. Von wem wurde YouTube gegründet? Oh, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Larry Page oder Chad Hurley? Geh mal zu Chad. Ab in den Chat. Das war sogar richtig. Bin beeindruckt von mir selber. So. Die Map ist übrigens von Mrs. Pizza, habe ich das einfach von gesagt? Ich glaube nicht. Wann wurde YouTube gegründet? 2005 oder 2006? Haben die jetzt dieses Jahr schon 10-jähriges oder letztes Jahr? Letztes Jahr, ne? Ganz genau. Wer ist der YouTuber mit den meisten Abos? Holy Soy German oder PewDiePie? Holy Soy German hat auch viele. Aber PewDiePie hat mehr. Das weiß ich wohl. Super, du hast das Quiz geschafft. Gehe geradeaus durch das Portal. Edgar! Wirf dich mit Dings auf Edgars Norse. Aufpassen, aber jetzt wird es 18 plus. Oh mein Gott, er hat Cleopatra getötet. Da, Edgar, jetzt nehme ich ihn wieder mit. Jetzt musst du noch zu Cleopatra gehen. Hey, warum ist das 18 plus? Also das verstehe ich jetzt nicht. Also. Mein Magen knurrt. Dabei habe ich gut gefrühstückt. Aber jetzt gleich esse ich erstmal ein Stück Kaffee zusammen mit meinem ekelhaften Kaffee. Ein Stück Kaffee mit meinem Kuchen. Ich esse ein Stück Kuchen. Wenn ich dieses Jump'n'Run irgendwann mal schaffe. Pizza. Letzte Pizza. Wobei ich habe letzte Zeit viel zu oft Pizza gegessen. Ich muss mir wieder angewöhnen, selber zu kochen. Öfter mal. Wie unschwer zu erkennen ist, wurde Kleopatra ermordet. Von wem ist nicht klar, aber wahrscheinlich von den Arganern. Naja, kann man nichts machen. mach dich lieber auf den Heimweg, bevor er dir und Edgar auch noch was passiert. Und ich bin einfach auf dieses rote Ding gelaufen. Und warum war da... Nein, du dreckiger Bastard. Ich wurde geprankt. FSK 18 hat mich geprankt. So, jetzt habe ich meinen Titel schon für dieses Video. Naja, überhaupt nicht Clickbait. Ich hasse diese Leitersprünge, wo da drüber noch Leiter. Also diese einzelnen über um die Ecke sind locker easy, aber das hier, ich hasse es. So dermaßen. Nee, nochmal geht da nicht rauf. Ach, das ist ein Pfeil, ne? Okay. Frag mich nicht, was ich da gebaut habe. Oh, Manu und GLP wollte ich gerade sagen, aber Manu und Paluten. Nice. Oh, nepp. Und wir sind auf dem Unikorn. Hier runter. Du hast Edgar erfolgreich nach Hause gebracht. Das ist sein Zuhause, ein Unicorn. Vielen Dank fürs Spielen. Das Jump'n'Run war sehr viel Arbeit. Daher bitte fair bewerten. Falls GLP und oder Paluten das spielen, grüß bitte 8A. Danke. Wir saßen sehr lange an dieser Map. Mrs. Pizza und Flo zockt LP. Ich heiße Miss Pizza, nicht Mr. Pizza. Danke. Ihr GLP, letztes Mal, nämlich letztes Mal mit einer Pizza genannt. Ich hatte schon mal eine Map gebaut, nämlich Kürbisdom auf Freedom. Naja, einen schönen Dank noch. Palle. Ah ne, GLP. Errate ihn. Sie. Es. So, Kreativität war. Gab's hier irgendwelche Buffs? Nö. Sprünge waren gut, es waren ein bisschen viele von diesen Vierersprüngen drin. Mit nach oben und so was. Ist nicht so pralle. Die Optik fand ich sehr gut. So, ich glaube. Das ist ganz fair bewertet. Wir gucken mal, ob wir noch eine kurze Map finden. Einen kurzen Tagessieger, 6 Minuten, 8 Minuten, wir nehmen dann gleich diesen 6 Minuten Tagessieger, zack,
einfach so zwischendurch, weil die laden dann auch meistens nicht so lange. Immer noch schade, dass mir vorhin diese Batman-Map auseinandergefallen ist durch diesen Bug da drin oder die Fehlprogrammierung vom Map-Erbauer, irgendwie sowas. Ich denke, er hat was falsch eingestellt. Denn wie gesagt, es war ein sehr schöner Start. Und falls du das siehst, Katharina hieß sie, glaube ich. Ich habe den Namen schon vergessen. Dann danke für den tollen Start der Folge, die ich leider nicht verwenden konnte. Schade. Schade, schade, schade. Ist mir aber auch zu spät eingefallen, dass ich den dann nicht vor diese Map hätte schneiden können. Und dann war die Folge schon gelöscht. Ja, das passiert mir leider zu häufig, dass ich einfach ein bisschen sauer werde, weil irgendwas nicht klappt. Und dann die Map sofort lösche und die Folge sofort lösche. So, Map-Erbauer, Pika Pika, Lucario, viel Spaß, Herzchen. Du solltest da mal was machen. Also einen Arzt zum Beispiel aufsuchen. Willkommen im Jump'n'Run von mir. Es gibt verschiedene Wege, um die jedoch alle zum Ziel führen. Die Map ist von Kurzi, die Map nennt sich Pokémon. Und wir gehen einfach mal. Hi, da bist du ja. Schnell hoch, Doppelpunkt O. Wähle weise. Du kannst eines dieser Pokémon auswählen, also du musst dringend was mit deinem Auge machen. Bisasam, Shigi, Glumanda. Ich war immer eher dieser Glumanda-Mensch. Und was für ein Wunder, das ist eine Lava-Map. Und wir jumpen einfach mal. Ah, man landet wahrscheinlich bei allen dreien am selben Ort. Nur, dass Bisasam halt ein bisschen mit Slime arbeitet, so wie es aussieht. Und der hier arbeitet anscheinend wohl mit Vierersprüngen. Ist das dein Ernst, Map-Erbauer? Dein fucking Ernst? Zack. Schon wieder Vierersprünge. Ne? Es ist so eine schlechte Angewohnheit. Es ist kein Stilmittel, Vierersprünge zu verwenden, muss ich echt sagen. Es ist wirklich kein Stilmittel. Es ist nicht schlau. So. Puh, geschafft. Glumanda. Schnell auf den Pokéball. Achso. Da kann man dann da hoch, okay. Ich weiß nicht mal, was ich hier gerade mache. Oder was mein Ziel ist. Außer halt auf den. Oh. Auf den Pokéball zu springen. Nice. Ein TNT-Booster. Och Leute. Warum denn schon wieder ein. Fucking. Assi-Sprung. Egal, YOLO. Zack, so, jetzt haben wir den MLG-TNT-Boost geschafft. Was wäre, wenn wir zusammen kämpfen? Moment mal. Das ist aber nicht nett. Dass ihr beide gegen mich kämpft? Jetzt nicht so die feine Englische. Achso, da startet man als Shigi-Mensch. Sieht so aus, ne? Normal müsste ich hier alle spielen. Aber dann wird die Folge so unnötig lang. Ist das schlimm? Für mich nicht. Ich könnte natürlich auch noch morgen eine Folge damit rausbringen. So. Ein Pfeil nach rechts. Ich gehe mal davon aus, dass die eh alle am Ende hier lang führen. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Zack, zack. Och Leute. Das ist ein bisschen eintönig hier gerade. Einfach nur geradeaus zu hüpfen. Und es geht weiter. Einfach nur geradeaus hüpfen. Ah, da sind die ganzen Map-Bauer. Lucario, 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 Lucario. Okay. Lucario ist Bay. Das ist nicht die Goldplatte. Doch, ist die Goldplatte.
Ich möchte... Okay, wir bewerten erst. Die Sprünge sind gut. Die Optik ist gut. Es war mir zu dunkel, muss ich ehrlich sagen. Ich mag es, wenn Maps ein bisschen heller sind. Die Kreativität war okay. Es wurde nur ein Dings benutzt. Es wurde eigentlich nur Slime benutzt einmal. Ich kann die Map nicht neu starten. Wer baut sowas? Hä? Ich kann das nicht neu starten, weil ich hier festbugge. Wer baut sowas? Also das ist jetzt... Nee. Ganz einfach. Wer mir so eine Scheiße hier programmiert... Nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Okay, ich danke euch fürs Zusehen. Ich bin jetzt gerade etwas sehr angepisst. Ich hasse es, wenn Leute nicht mal testen, ob man ihre Map zurücksetzen kann. Wie soll ich denn alle Pokémon durchspielen? Meine Fresse. Ich fliege jetzt mal eben zurück. Meine Güte, wie kann man das so programmieren? Okay, ich komme da nicht mal rein. Boah, jetzt gerade bin ich echt angefressen. Mann. Ich hätte schon gerne nochmal die Map nochmal gespielt. Aber man kann halt nicht. Man kann nicht. Okay, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.